Ja, ich grüße Sie kurz vor der Mittagspause, meine lieben Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV und hier der Beschau der Top FX Pairs hier aus dem M5-Bereich. Und dem wollen wir uns jetzt mal widmen. Moment, da sind wir wieder. Und wir sehen hier den interessanten Verlauf hier nach Rainbow-Strukturen. Top 15 FX Pairs vor dem Hintergrund, dass wir hier auch den Goldpreis noch mit eingebaut haben, als in Anführungszeichen älteste Währung der Welt. Jetzt wollen wir aber hier speziell, wie es der Titel auch heute schon hergab, uns dem Australdollar gegenüber dem US-Dollar widmen, der hier mit einer interessanten Konstellation herkommt. Zunächst hier im 5-Minuten-Chart sehen wir eine sehr, sehr positive Rainbow-Struktur. Der Trend zeigt nach oben, also grundsätzlich alles in einem bullischen Fahrwasser, kann man meinen. Da will ich nur ganz kurz hier auf den Desktop bzw. hier auf die heutige Analyse zum Australdollar gegenüber dem US-Dollar verweisen, die hier im World Wide Web verteilt wurde schon. Und da geht es eben um die Tendenz hier 100 Pips gen Süden. Hintergrund ist hier die heutige FTSE-Logik auf Tagesbasis, die hier an einem schwachen Wochentag mit nur 42% positiver Schlusspreise hier eben eine Tendenz begünstigt. Und da rufe ich gleich mal den nächsten Chart auf, der hier im Stundenchart-Intervall, sofern es hier einen Rücksetzer unter 0,7795 geben würde, weitere Verluste zulässt. Also im Sinne der schwachen Wochentagsstärke hier auch noch ein negatives Pattern, welches hier historisch einiges aufzuweisen hat. Trefferquote knapp 65%, Erscheinungshäufigkeit 261 Mal während der letzten 15 Jahre. Und das sind so die Prognosen, die sich hier statistisch daraus ableiten lassen. Und das ist hier ein Tagestief im Bereich 0,7727, sofern es denn hier eben ein neues Asia-Tief gibt. Ein neues Tief der Asia-Session, also sprich auch ein neues Tagestief. Dann wäre auch dieser Aufwärtstrend hier auf Stundenbasis gebrochen. Sieht soweit mal negativ aus. Hier im Rainbow-Intervall haben wir jedoch im M5, im M15 hier und im H1 den kleinen Unterschied, dass wir hier noch den negativen Rainbow haben, aber hier sich möglicherweise ein Spin vollziehen könnte, wenn der Preis es schafft, hier über diese trägen gleitenden Durchschnitte hinauszuziehen. Und das ist gerade eine spannende Situation, die sich heute eben hier in Bälde wohl dann auflösen dürfte. Spätestens zu den Non-Farm Payrolls. Und da gehen wir jetzt nochmal hier gerade in den Intraday-Chart auf 5-Minuten-Basis. Wir sehen hier den eben reingezoomten 5-Minuten-Chart-Preisverlauf. Hier ist die Asia-Range. Wir stecken mittendrin. Das ist immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, wenn die Währungspaare hier sich noch innerhalb ihrer Asia-Session befinden. Aber was hier sehr, sehr interessant ist, neben dem, dass wir innerhalb der Asia-Session sind, dass wir hier dieses Widerstandslevel der heutigen Bewegungspunkte vom Morgen hier ganz klar als Resistant-Bereich ausmachen können. Hier das Niveau sehr, sehr interessant. Soll heißen, wenn wir es eben nicht schaffen, hier drüben mal auszubrechen, das wäre hier schon eben der Bereich von 0,7844, 78,45 ein Stück weit drüber. Wenn wir es schaffen, nicht schaffen, darüber auszubrechen, dann dürfte sich hier die negative Fuzzy-Logik tatsächlich entfalten. Kommt es hier jedoch, und das wird wahrscheinlich erst der Fall sein, wenn die Non-Farm Payrolls rauskommen, zu einem Ausbruch nach oben, dann wäre das hier Intraday sehr, sehr interessant, denn wir haben aktuell 64 Pips zurückgelegt, haben hier eine durchschnittliche Daily Range von rund 100 Pips, also hier sind durchaus noch knapp 40 Pips zu erwarten, die es hier nach oben geben könnte, wenn wir einen Ausbruch eben nach oben vollziehen. Machen wir eben ein neues Asia Low und da müssen wir schon ein ganzes Stück weit runtergehen, da sehen Sie hier die Wegstrecke, das ist hier praktisch das Asia Low, 0,7795, wenn wir da runtergehen, dann haben wir auch hier den Pivot Point schon. Und das letzte 4-Stunden-Tief hier in dieser gepunkteten blauen Linie. Und wenn wir da runtergehen, ja, dann dürfte sich die negative Pattern-Statistik tatsächlich erfüllen und dann eben durchaus nochmals einen Move von bis zu 100 Pips initiieren, die dann eben vom aktuellen Level ausgehend durchaus möglich erscheinen. Das, wie gesagt, ganz, ganz interessant. Ich gebe einfach mal hier den Hinweis, mal auf den oberen Bereich zu achten, schon vor dem Level von 0,7860, welches hier in der Analyse, das wäre dann auch hier ein signifikanter Ausbruch eben über das heutige Tageshoch. Wenn wir darüber rausgehen würden, dann hätten wir hier sicherlich über 0,7860 einen klaren Ausbruchsverlauf zu sehen, der dann hier weiteres Potenzial auf der Oberseite dann generieren würde.
Das bleibt mal abzuwarten, was passiert. Wie gesagt, schaut ganz interessant, aber man muss zugeben, jetzt vor den Non-Par vom Payrolls schläft das alles ein bisschen ein. Euro-US-Dollar jetzt gerade überrascht mit einem neuen Tagestief, aber ansonsten der Markt sehr, sehr zäh unterwegs und gewisse Zurückhaltung ist ja klar zu verspüren. Insofern seien Sie gespannt mit mir dann auf die Non-Farm-Payrolls, die wir ja hier live im JFD Live Trading TV unter die Lupe nehmen werden. Aber das mal hier zum Australdollar gegenüber dem US-Dollar, der sich hier in zweierlei Maß ganz interessant darstellt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen erfolgreichen Handelstag. Bleiben Sie am Ball, geben Sie Obacht und wie gesagt, nie überhebeln, immer Risiko im Auge behalten und wenn Sie mögen, bis später. Danke fürs Einschalten. Tschüss, Ihr Christian Kämmerer.